Hallo Leute, willkommen zurück zu Factorio, wo unsere Forschung gerade fertig geworden ist. Und dann wollen wir schauen, haben wir hier eine kleine Forschung, die wir machen könnten? Ja, machen wir die für... Die können wir noch nicht machen. Auch alles andere als das hier. Denn wir haben die verbesserten Technologiekarten noch nicht. Was ich euch eigentlich zeigen wollte, und wir können es hier noch sehen, solange die Forschung läuft, haben wir sehr viel Energie verbraucht. Effektiv mehr Energie, als wir überhaupt hatten. Darum denke ich, ist es an der Zeit, die Fusionsenergie aufzubauen. Und ich habe hier schon mal Reaktoren, dann die Dampfmaschinen hergestellt. Und bei den Reaktoren, da sehen wir glücklicherweise, für einen Reaktor brauchen wir 20 Maschinen. Und dann brauchen wir ein paar Brennstoffzellen, wahrscheinlich vielleicht ein bisschen mehr. Und die leeren Brennstoffzellen, die müssen wir befüllen. Dafür brauchen wir schweres Wasser und Tritium. Tritium bekommen wir aus Uran-265 und sonst noch ein paar Nebenprodukten. Dann denke ich hier, wir wandern mal hier hinten rum. Wir platzieren hier eine Anbieterkiste. Dann brauche ich einen filternden Greifarm. Einer reicht. Und dann packen wir hier in diese Kiste das hellgrüne Uran rein. Und wir brauchen nicht allzu viel. Und in dieser Kiste, da haben wir bereits Tritium. Das kommt von der Uranaufbereitung. Das heißt, hier machen wir auch so eine Kiste draus. Dann, was brauchen wir sonst noch? Tritium, da brauchen wir eine Zentrifuge. Ich kopiere einfach mal die hier. Mach das hier hin. Und dann werden wir hier eine Anforderungskiste brauchen. Wollen wir die wirklich hierhin machen? Nein. Machen wir nicht hierhin, sondern machen wir hierhin. Und hier haben wir das.
Und den Rest können wir anfordern. Und dann packen wir das da in eine solche Kiste rein. Gut. Das ist das Tritium, das wir brauchen. Dann brauchen wir schweres Wasser. Schweres Wasser stellen wir aus Wasser her. Wir brauchen 500 Wasser für 20 schweres Wasser in einer Elektrolyseanlage. Das heißt, pro Wasserpumpe können wir zwei Anlagen anschließen. Und das dauert ziemlich lange. Das heißt, da sollten wir wahrscheinlich links und rechts gut mit Beacons arbeiten, damit wir da das Ganze in vernünftiger Geschwindigkeit rausbekommen. Machen wir hier doch etwas Landaufschüttung. Und hier etwas Platz schaffen. Dann die das erste Set können wir ja hier mal hinmachen. Schweres Wasser. Und hier wir das verbinden, dann werden wir wahrscheinlich noch Beacons benötigen, um das Ganze etwas beschleunigen. Können wir wir können sogar Produktivität rein. Macht das Sinn? Macht keinen Sinn. Denn Wasser ist eine Ressource, die bekommen wir gratis, abgesehen von ein bisschen Strom, den wir für die Pumpen benötigen. So. Hier drüber noch einmal und dann gut und dann brauchen wir einmal Strom. Und dann können wir das kopieren. Jupp. Wasser. Und machen wir das hier nochmals hin. Setzt nochmals. So.
Da ein Eckstück, dort ein Eckstück. Und dann brauchen wir vielleicht hier ein bisschen Beacons. Und dann einen großen Lagertank. Hier oben fehlt uns noch etwas Strom. Und was brauchen wir denn, um die Kanister zu befüllen? Das machen wir in der Chemiefabrik. Wo haben wir die? Hier haben wir eine. Das hier. Das ist hier. Das so und so. Sehr gut. Dann packen wir hier einen großen Container hin. Und dann müssen wir uns überlegen, wo und wie wir den Fusionsreaktor machen. Da werden wir nicht allzu viel Turbinen brauchen. Ich denke, ist nicht ganz so groß wie der Atomreaktor. Wir brauchen einen von denen und wir brauchen 20 hiervon. Ich denke, das machen wir auch irgendwo da unten in diesem Eck hier. Und ich glaube, der Reaktor selber, der ist recht groß. Ja. Der hat einen Wassereingang und einen Stromeingang. Einen Dampfausgang. Das heißt, wir machen das vielleicht so und dann hier irgendwo der Wasseranschluss. Voilà. Okay, wir haben Wasser drin. Neben Wasser brauchen wir auch die Zellen.
und dann hier oben. Brauchen wir die. Wo sehen Sie? Die fortschrittlichen Dampfturbinen. Hier sind sie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mehr Platz. Dann einmal hier durch und das Ganze hier. Das heißt, initial brauche ich etwas Saft. Aber dann sollten wir gut sein. Wie sieht das aus? 3,7 Gigawatt können wir herstellen. Sehr schön. Und damit sollte uns diesen Forschungen, die wir machen können, nichts im Weg stehen. Jetzt, da wir die Energie haben, verbrauchen wir 2 Gigawatt. Ohne das Fusionskraftwerk hatten wir nur 1,7 Gigawatt. Also das Fusionskraftwerk, das bringt allein schon 2 Gigawatt. Und das ist recht sparsam, was den Platz angeht. Wir haben hier dann auch verbrauchte Zellen. Die abgeholt werden wollen. Wir packen die vielleicht besser in eine Pufferkiste. Pufferkiste mit dem hier drin, sodass wir da dann nur diese auch reinbekommen. Und hier drüben, da wo wir die Aufbereitung haben, Tritium. Ah, das war die falsche Richtung, in die ich gelaufen bin. Denn hier, ja, hier stellen wir sicher, wir fordern von Pufferkisten an, das heißt, die werden zuerst geholt. Und damit sind unsere Energiesorgen erstmal ein Problem für die Vergangenheit. Und was wir nächstes Mal machen können, sind die Kärtchen, damit wir da dann so richtig mit der neuen Forschung loslegen können. Und rein schon, wenn ich mir das anschaue, Lithium-Schwefel-Batterien, ich glaube, da habe ich irgendwo eine Chemiefabrik rumstehen, aber mehr so für den Hausgebrauch, na, die müssen wir wahrscheinlich in größeren Mengen herstellen. Und Immersium-Zahnrad, dafür brauchen wir Platten, die wir auch noch produzieren müssen. Und da müssen wir schauen, kommen die auf das Band
oder nicht. Was machen wir damit? Aber all das werden wir in der nächsten Folge rausfinden. Also bis dann und tschüss!